Denn das war ja doch stellenweise dadurch, dass man sie jetzt halt auch so setzen kann, seit dem letzten Update. Also sprich nicht diesen, sondern eben davor, doch ein bisschen krampfartig. Wenn man da irgendwie gerade was gebaut hat, hat sich gefreut, hey, Querbalken, so, letzten Tickpunkt, immer wieder hoch. Und man musste da sonst irgendwas machen und anstellen, um vernünftig das umsetzen zu können. Das war so ein bisschen suboptimal. Kakao wächst auch schön, ist alles in voller Blüte, die Lampignons. Ah, da ist wieder ein bisschen grau. Zuckerrohr. Nein. Obwohl, mach ich's mal, versuche ich's mal. Was war da denn hinten? Irgendwas ist doch da hinten gerade gegangen. War das wieder ein kurzer Enderman, der sich dadurch den Tag teleportiert hat? Oder ein doch Fata Morgan? Ich werde paranoid. Mal gucken, ob das noch funktioniert. Das fand ich ja so putzig. Bei beschaulicher Musik, langsam untergehender Sonne. Im eigenen Brunnen angeln. Es hat zumindest funktioniert. Also ich habe schon gemacht, dass ich wirklich da bei mir vor der Haustür hier, kann man sagen, gesessen habe, habe meinen kleinen 2x2 Brunnen Fische geangelt. Ja. Heute wollen sie wohl nicht beißen. Gut, gehen wir wieder rein, schlafen eine Runde und schauen dann mal, ob wir vielleicht wirklich auch mal ein paar Fische angeln. Abwechslung in die Speisekarte bringen, weil Fisch ist ja auch sehr gesund. Schön beschaulich. Mal gucken, dass nichts von oben kommt. Wieso hat sieht doch gar nicht mal so schlecht aus, wenn man dann hier so ein bisschen größeren Garten. Das ist also wirklich, was ich hier baue, ist wirklich nur reines Deko-Gedöns. Es hat keinen größeren Sinn und Zweck. Außer unser schönes Holz zu verbraten, wovon wir ja so viel haben. Wenn wir schon mal dabei sind, Holz brauchen wir definitiv. Aber machen wir erstmal hier so. Zack. 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 So eine Pseudo-Plantage. Zwar die dann immer, wenn sie nachgewachsen sind, wegholzen. Und so schon mal ein bisschen Holz reinkriegen. Hunger haben wir auch schon wieder. Na komm, angeln. Angeln tun wir mal wann anders. Birken-Saplings bringen wir mal rein. Auch nur noch das. Und dann werde ich wohl wirklich mal hier dran gehen und das nach oben hin den Ausbau so ein bisschen vorantreiben. So, so. Oh, wir haben jetzt sogar noch Saplings, Mensch. Das brauche ich jetzt im Moment auch nicht. Das Open brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Einmal mit Wasser will ich jetzt erstmal nicht brauchen. Die Angel auch nicht. Cobblestones werde ich ein paar brauchen. Die Cleanstones nehmen werde ich definitiv auch gleich noch mit. Die packe ich mir auch auf Tasche. Ja. Gucken wir mal, schauen wir mal, was da oben raus wird, weil hier ist ja doch noch eine Menge rauszuhauen. Ich werde das hier vielleicht wirklich so, wie ich es angedacht habe, so als kleinen Turm raushebeln. Dann sozusagen an diesen Turm das Anwesen ein bisschen anbauen. Das heißt, hier oben dann auf dieser Höhe, wo wir jetzt sind, kommt eine Decke rein. Das möchte ich doch ganz gerne auch noch fertig kriegen, bevor ich mit der Aufnahme aufhöre. Weil dann ist hier oben auch dicht.
Und es sieht doch schon mal etwas schöner aus. So. Machen wir eine Cobblestone-Decke oder eine Cleanstone-Decke. Da hinten ist auch schon wieder Zuckerrohr gewachsen. Das sieht so unsymmetrisch aus. Habe ich da irgendwie verzählt beim Feldanlegen? Ich glaube, ja. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, wenn ich mich nicht irre, von hier oben. Schauen wir da mal gleich, wenn wir jetzt korrigiert. So, hier kommen wir also an. Das ist sozusagen die Außenwand. Und das war unsere Schaufel. Da will ich mir vielleicht auch mal einen aus Eisen gönnen für die nächsten Grabarbeiten. So. Zack, 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 zack. Mann, ist das luftig geworden. Und ziemlich auer. Erde, 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 Erde. Die braucht man nämlich mit Sicherheit für Terraforming irgendwann noch ganz, ganz dringend. Die ist sehr wertvoll. So. Ich habe mich im Übrigen jetzt auch schon so ziemlich sicher dafür entschieden, als nächstes Projekt dann wirklich Portal 2 in Angriff zu nehmen. Im Moment ist ja gerade Wochenende, wo ich diese Aufnahme hier mache. Ich habe jetzt auch wirklich schon einiges auf Vorrat an Minecraft. Von daher werde ich mir dann wohl nächste Woche, da habe ich am Dienstag wieder Zeit. Ihr wisst natürlich nicht, von welcher Woche genau ich rede, je nachdem, wann ihr das hier schaut. Und das hier wird wohl auch erst im Laufe der Woche rauskommen. Vielleicht sogar erst die Woche darauf. Mensch, das ist ja auch noch möglich. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel habe ich denn noch. Naja, mehr als genug eigentlich. Aber ich hatte richtig Lust heute hier. Es hat mich richtig gereizt. Die andere Aufnahme, die ich gemacht habe, ist ja auch erst einen Tag her. Das war gestern. Nach wo wir unsere kleine Erkundungstour da unten gemacht haben. Und da hat es mich wirklich sehr gereizt, da runter zu gehen und dann diesen Eingang zu durchsuchen, um noch den lang ansehnten Redstone zu kriegen. Gut, dass das jetzt mit der Karte so grob anders geworden ist, konnte ich vorher nicht wissen und ahnen. Dafür hätte ich mich besser informieren müssen. Aber mit dem Fund der Diamanten und dass wir Obsidian haben jetzt und alles, da hat es sich doch eigentlich auch bestätigt mit meinem Gefühl, dass das eine sehr gute Idee war. Denn wir haben wirklich viel geschafft und das finde ich sehr schön. So, das sieht jetzt von innen so ein bisschen geflickt aus, aber diesen Look, den ich hier jetzt gerade versuche, ich weiß noch nicht, ob es wirklich aussehen wird am Ende. Das wird sich dann noch zeigen müssen. Aber das ist halt jetzt wirklich Absicht, dass ich das so mache. Und die Absicht dahinter ist ganz einfach. Ich sag mal so, wenn jetzt zum Beispiel eine Burg gebaut wird, man haut ja jetzt auch nicht vorhandenen, festen, massiven Felsen wirklich dann weg und planiert alles, oder zumindest früher im Mittelalter, um dann dort die Burg hinzusetzen. Nein, die haben ja auch dann die Gegebenheiten, wenn sie es irgendwie auf dem Berg oder Hang so gebaut haben, haben sie die Gegebenheiten genutzt. Und das mache ich hier halt auch. Das, was vorhanden ist, nutze ich für den weiteren Bau. Das Ausleuchten wird hier auch noch lustig. So, jetzt muss man nur mal schauen. Hier oben kommen wir an. Ich hoffe, ich mache es lieber hier. Ich weiß jetzt nämlich nicht, wie das jetzt sich mit Half-Slips verhält. So. Jetzt muss ich erstmal gucken, ob wir da überhaupt runterkommen. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Dass das Treppenhaus so nicht ganz passt. Mist. Ja, dann wird's so ein bisschen offener angedeutet. So. Oh, vielleicht den hier. Ja. Schauen wir mal. Das hier wird ja zugemacht. Wird da ein Geländer rumgezogen. Ich glaube, das probiere ich gleich mal auch aus mit der Steinmauer. Das wäre, glaube ich, zu sehr daneben gegriffen. Das würde, glaube ich, nicht wirklich. Oh.
Darkest denn so. Jetzt holen wir nochmal Cobblestone. Dann mache ich mir vielleicht auch mal ein bisschen Zaun. Dann gucken wir mal. Man könnte ja überlegen, wirklich dann hier in der Mitte irgendwie einen Kronleuchter reinzubauen. Das wäre ja auch nicht das erste Mal. So als Treppenhausbeleuchtung. Wir haben ja hier eine schöne Mitte. 4x4. Das heißt, wir müssten dann dort einen runterziehen. Ein Leuchtergestänge, kann man sagen. Obwohl, das ist, glaube ich, ein bisschen zu eng hier. Na, werden wir sehen. Aber ich glaube, jetzt gucke ich mal draußen nach unserem Feld. Denn ich. Ja, wir können es auf jeden Fall so. 1, 2, 3. Okay, da fehlt in diese Richtung noch eins. Schon mal für die Zukunft angedacht. So. Ja, komm, den habe ich dann zur Not auch mit um. Das soll mir dann mal herzlich egal sein. Vielleicht entscheidet er sich ja noch, bis wir es wieder aufforsten. Hier, oh, neu sehen. Zu wachsen. Und wenn nicht, kommt es jetzt auf den einen auch nicht an. Wir haben jetzt auf jeden Fall dann erstmal genug Weizen und Brot und Kekse zu machen. Denn Kakao haben wir auch genug. Ich finde Kekse ja in der Hinsicht praktisch, dass man wirklich 8 Stück rauskriegt. Auch wenn sie hier hinten nur einen Hungerpunkt auffüllen. Brot füllt ja ein bisschen mehr auf. Es ist doch relativ praktisch. Aber ein Brot macht, ich glaube, 3 macht das. So 2,5 oder 3. Ist natürlich für den Moment mehr, vor allem wenn man jetzt nur einen Hungerpunkt hatte, zwiebelt sich ein Brot rein, hat man ein bisschen über die Hungerleiste rüber hinweg Guthaben. Ja, ich will es doch so einigermaßen gleichmäßig haben. Aber halt. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Es wird Nacht. Es ist offen noch alles. Ja, nicht Stein. So, damit wir zumindest in Ruhe schlafen können. Ja, ich glaube, ich muss auch wirklich hier noch Kisten anbauen. Oder hier. Ja, Vorräte könnten hier wirklich rein. Mache ich hier so einen Pseudokühlschrank hin für Lebensmittel, aber jetzt gehe ich erst mal schlafen. Aber halt, was ich ihm sagen wollte mit dem Brot. Aber halt, man kriegt aus effektiv 3 Zutaten, weil man braucht ja halt Kakaobohne, Weizen für die Kekse, 8 Health Points und aus dem Brot halt nur 3. Und daher sind die etwas praktisch, auch wenn man halt ein bisschen häufiger einen Keks dann essen muss, gegebenenfalls. Cobblestone habe ich noch nicht. Ich glaube, jetzt mal hier zurück. Erstmal hier. Holz. Holz habe ich auch keins dabei. Junglewood. Oakwood ist jetzt auch nicht mehr so viel. Blümchen.